wunderschönen Menschen, willkommen zurück zu meinem Kanal. Dann fangen wir mal an zu schwafeln. Ja, und dann habe ich auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen diesbezüglich habt, also zu meiner Haarroutine. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das. Ich bin da sehr aktiv und teile meine täglichen Leiden und meine täglichen Freuden mit euch. Also wenn ihr Bock habt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ich verlinke euch den Link in der Infobox. Gut. Wie oft wäschst du deine Haare circa? Ich wasche meine Haare alle 4, 5, 6 Tage. Schau, dass ich meine sportlichsten Tage mit dem Haarwaschtag vereine. Ich versuche das so weit wie möglich hinauszuzögern, weil auch mit der Neurodermitis ist es nicht gesund, sich jeden Tag zu waschen. Ich weiß noch, dass ich bei dem Fastenvideo erwähnt habe, dass ich mich jeden Tag geduscht habe. Das unbedingt nicht falsch verstehen, das habe ich gemacht, weil ich gefastet habe und weil die Haut ein Ausscheidungsorgan ist und eben alle schädlichen Stoffe aus der Haut rauskommen. Wie pflegst du deine Locken bzw. Wellen? Ich habe keine Locken, ich habe Wellen, genauso wie ich das in dem Video beschrieben habe. So pflege ich sie. Huhu, süß. Hast du schon mal Haare waschen mit Roggenmehl versucht? Habe ich nicht, war mein eigentliches Ziel, aber ich muss sagen, ich liebe das Gefühl und ich glaube, das kennen sehr viele und warum auch viele nicht umsteigen. Ich liebe das Gefühl vom Schäumen. Wenn euch das egal ist, dann würde ich euch natürlich sagen, macht gleich Roggenmehl. Ich kenne da ganz viele wunderschöne Frauen, die das machen und auch schon seit Jahren und es lieben. Ich bin für den Moment glücklich mit den festen Shampoos. Wenn ich irgendwann keinen Zugriff auf feste Shampoos haben sollte, weil ich auf Reisen bin und dann zum Beispiel in Asien irgendwo, dann würde ich vielleicht dieses Reiswasser, Haare waschen oder Roggenmehl Haare waschen ausprobieren. Aber im Moment bin ich einfach sehr zufrieden. Hattest du vorher Probleme mit schnell fettenden Haaren? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, am Anfang, vor allem bei der Umstellung, hatte ich dann einfach jeden Tag fettiges Haar. Ich hatte früher unglaubliche Probleme. Meine Kopfhaut war sehr trocken. Ich hatte einen fettigen Ansatz und trockene Spitzen. Also ich glaube, die schlechteste Kombination, die man überhaupt haben kann. Ich habe halt gelernt, meine Haare immer weniger und weniger zu waschen. Und so hat sich eben dieser Schutzfilm wieder bilden können. Ich glaube, den hatte ich damals einfach so zerstört, weil ich mir die Haare einfach jeden Tag gewaschen habe, was komplett absurd ist. Mit dem Abstand von 4 bis 6 Tagen Haare waschen funktioniert super. Meine Haare sind nicht wirklich fettig, also sie fetten nach 4 Tagen. Was ich finde das super. Also nach 4 Tagen, das ist echt cool. Das ist einfach toll. Was benutzt du als Pflege für die Haare? Zum Beispiel Schutz vom Austrocknen. Also wie gesagt, einmal im Monat mache ich mir so eine Olivenöl-Haarmaske. Was benutzt als Spülung? Essig kann ich noch nicht überzeugen. Ich empfehle dieses Produkt wirklich von Herzen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein super Produkt. Wie pflegst du deine Haare fürs Meer und danach? Mein Friseur hat mir damals empfohlen, bevor ich ins Meer gehe, mir ein bisschen Kokosnussöl in die Haare zu schmieren, weil das die Haare schützen soll. Hattest du schon mal Probleme mit Schuppen? Wenn ja, irgendwelche Tipps? Ganz viele. Ah, ganz viel Liebe an dich. Oh, ganz viel Liebe an dich. Schuppen, das ist auch noch ein interessantes Thema. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Ich werde es jetzt ganz kurz fassen. Also wenn man Schuppen hat und man möchte keine konventionellen Produkte benutzen, dann kann ich 2 Sachen empfehlen. Apfelessig oder Kokosnussöl. Fettige Haare und Schuppen ist gleich Apfelessig. Trockene Kopfhaut und Schuppen ist gleich Kokosnussöl. Und man nimmt sich dann eben das Produkt, also entweder Apfelessig oder Kokosnussöl, und massiert sich das in die Kopfhaut, einwirken lassen und dann ganz normal unter die Dusche hüpfen und dann einfach die ganze Haarroutine durchgehen. Das hilft mir, wenn ich Schuppen hatte und mir das dann auswasche, ich habe einfach keine Schuppen mehr. Also das hilft enorm. Wie wäschst du dir deine Haare? Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich euch das zeigen würde, aber ich habe dazu ein extra Video geplant, weil ich fand es damals auch super interessant, so, hä, wie wäscht man sich mit so einer festen Haarseife
die Haare. Es ist nicht so kompliziert, aber ich glaube, wenn man es noch nicht macht, dann ist es interessant, das mal zu sehen. Wie ist das mit leicht fettenden Haaren? Ich verstehe das jetzt so, dass deine Haare leicht fetten. Wenn das so ist, dann würde ich mich beraten lassen. Also wie gesagt, geh in einen Unverpacktladen oder in ein Geschäft für Seifen, speziell für feste Haarseifen, und lass dich beraten. Es gibt so viele verschiedene Haarseifen und auch für schnell fettendes Haar und für alle möglichen Haartypen. Fühlen sich deine Haare trockenspröde an oder doch besser und gepflegter? Sie waren spröde, aber das lag nicht am festen Shampoo, sondern das lag daran, dass wir im Moment Winter haben und meine Haare allgemein sehr spröde werden im Winter und ich einfach eine Lösung gebraucht habe, eine Zero Waste und natürliche Lösung, und eben diese Lösung gefunden habe. Ich könnte nicht zufriedener sein, wirklich. Also auf jeden Fall gepflegt. Hast du einen guten Ersatz für Haarkur? Olivenöl. Ich hoffe, dass euch das Video dazu motivieren konnte, vielleicht ein paar Produkte, die Zero Waste sind, auszuprobieren. Oder wenn ich euch dazu angeregt habe, dass ihr es vielleicht doch mal probiert, das würde mich extrem freuen. Wenn du neu hier bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, bitte. Danke fürs Zuschauen. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ich schicke euch so viel Liebe. Bussi!